Metagross ist ein Pokémon mit den Typen Stahl und Psycho. Existiert seit der dritten Spielgeneration, ist die Weiterentwicklung von Metang, welche sich aus Tanel entwickelt, und kann seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir selbst eine Mega-Entwicklung durchführen. Metagross ist ein etwa menschengroßes und sehr schweres Pokémon in blauer Farbe. Sein flacher Torso weist kantige Ecken auf und ist auf der Vorderseite mit einem silberfarbenen Metallkreuz verziert. Seine einzigen erkennbaren Sinnesorgane sind die kreisrunden rot gefärbten Augen, die in schwarzen Vertiefungen liegen. Auffallend sind die vier kräftigen, clownbewehrten und kantigen Arme mit Dornen an den Ellbogen, die in ihrer Form an Tanel angelehnt sind und auf denen es sich spinnartig fortbewegen kann. In seiner Megaform prägt das Pokémon an seinem Torso verschiedene silberfarbene Zacken aus, die Anzahl seiner Arme verdoppelt sich erneut, und während vier kleine Arme nach hinten ragen, sind vier riesige Arme mit großen scharfen Klauen nach vorne gerichtet. In seiner Shiny-Form ist der metallische Körper beider Formen silbergrau gefärbt und das Kreuz oder die Stacheln am Torso sowie die Klauen an seinen Armen sind goldfarben. Metagross zeichnet sich aufgrund seines harten Körpers durch sehr gute Verteidigungsmöglichkeiten sowie kraftvolle Angriffsfertigkeiten aus. Metagross setzt sich aus zwei Metang zusammen, die wiederum aus jeweils zwei Tanel bestehen. Dadurch sind die psychokinetischen Kräfte von Metagross sehr stark. Metagross kann aufgrund der elektromagnetischen Beschaffenheit seines Körpers in der Luft schweben, was sich auch in Attacke Magnetflug zeigt. Dabei klappt es seine Beine nach oben ein. Sein Körper ist extrem robust, jedoch nutzt es seine kräftigen harten Krallen eher offensiv aus, mit Attacken wie Metallklaue, Sternhieb oder Patronenhieb. Es attackiert Gegner direkt mit seinem Körper mittels Bodycheck oder seinen Kopfstoß oder wirft ihnen seine psychokinetischen Kräfte entgegen. Die meisten Metagross verfügen über die Fähigkeit Neutraltorso, die sie vor Statuswertsenkungen durch Gegner schützt. Andere Exemplare weisen die versteckte Fähigkeit Leichtmetall auf, sie sind nur halb so schwer wie ihre Artgenossen. Wenn es eine Mega-Entwicklung ausführt, erhöhen sich all seine Fähigkeiten und es nimmt vor allem an Geschwindigkeit und Wendigkeit zu. Die Wucht seiner Attacken wird dann durch die Fähigkeit Krallenwucht verstärkt, die direkte Attacken stärker macht. Metagross hat durch seine Entwicklungsgeschichte insgesamt vier Gehirne, die durch ein neurales Netzwerk miteinander verbunden sind. Man sagt, diese seien Supercomputern in der Leistungsfähigkeit überlegen und könnten selbst schwierige Berechnungen schneller lösen. Es analysiert die Bewegungen von Gegnern geschickt. Metagross gilt als grausames Pokémon. Auf der Jagd drückt das Pokémon seine Beute mit seinem schweren Körper zunächst zu Boden, bevor es dieses mit den Zehen an seiner Bauchseite einfach zerkaut. Man sagt, bei der Mega-Entwicklung würden sich ein Metagross, ein Metang und zwei Tanel zusammenschließen. Durch die erneute Stimulation seines Gehirns verliert Metagross jeglichen Rest von Mitgefühl und nutzt alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel für einen Sieg. Dabei stellt Metagross den letzten Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe dar, entwickelt sich aus Metang, welcher sich aus Tanel entwickelt, und seit der sechsten Generation kann es sich mit einem Metagross-Nieten zu Mega Metagross entwickeln. Im Laufe seiner Entwicklungsstufen verdoppeln sich jeweils seine Gliedmaßen. Während Tanel quasi aus einem einzelnen clownbewehrten Arm mit Auge besteht, schließen sich zwei Exemplare zu Metang zusammen, welches neben seinem massiven Körper dann über zwei Arme verfügt. Metagross bewegt sich spinnartig auf vier Gliedmaßen fort, während die Mega-Form sogar acht clownbewehrte Arme aufweist. In den Spielen wird dann die Entwicklung von Tanel zu Metang auf Level 20, zu Metagross auf Level 45 und die Mega-Entwicklung mit einem Metagross-Need ausgeführt. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Psychoattacken, halben Schaden gegen Normal-, Flug-, Gestein-, Stahl-, Pflanzen-, Eis-, Drachen- und Viehattacken, doppelten Schaden gegen Boden-, Geist-, Feuer- und Unlichtattacken. Ausnahme sind Generation 3 bis 5, dort machen Geist- und Unlichtattacken nur normalen Schaden, erst ab Generation 6 machen sie doppelten. Und normalen Schaden machen Kampf, Käfer, Wasser- und Elektroattacken.